Hello Friends und willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind gerade live, oder ich zumindest, aber mit euch zusammen. Und wir fangen jetzt ein neues Spiel an, und zwar Phantom Doctrine. Das ist ein Spionagespiel. Wir haben uns gerade schon so ein paar Grundsatzregeln durchgelesen oder Infos. Sagen wir mal so, wir denken, wir werden sterben, aber wir werden ja sehen, was passiert. Wir starten jetzt einfach mal rein und beginnen ein neues Spiel. Also, ich kenne es noch nicht. Beziehungsweise hab's noch nie gespielt. Und deswegen starten wir jetzt. Ich habe Angst. Okay, Modus. Normalen Modus. Also entweder wir spielen die Story von Phantom Doctrine im normalen Modus oder erlebe eine erweiterte Version der Story und gehe den Ding wirklich auf den Grund. Wir können eh nur normal spielen. Schwierigkeitsgrad einfach. Ich glaube, da sind wir uns alle ein. Ich mache jetzt hier bestimmt nicht schwer oder Mitte. Fehlentscheidungen können kompensiert werden. Das ist doch schön. Untertitel. Alle einfach. Was ist ein Ironman-Modus? Kein Manual ist... Ja, wahrscheinlich. Wir machen auch mit Tutorial. Definitiv. Okay, let's go. Also für die, die es noch nicht wissen, die jetzt zugeschaltet haben oder sich das Video angucken, das spielt während des Kalten Krieges. Wir sind irgendwie, uns gehört, habe ich jetzt schon vergessen, auf jeden Fall sind wir der Hauptagent und wir können andere Agenten anheuern, müssen hier Fälle lösen, blabliblub und alles mögliche. Deswegen viel Spaß. Achso, ich dachte, jetzt geht's los. Okay, was möchten wir sein? Deckname Deadpan von der CIA. Als Eliteagent der CIA bist du fürs Grobe zuständig und musst einer globalen Verschwörung nachgehen. Oder wir sind KGB, Teil des KGB. Deckname Kodiak. Jager als hochdekorierter Spionageabwehragent des KGB, Verräter des Mutterlands. Und das andere ist noch gesperrt. KGBs sind hier die Russen, ne? Und CIA dann Amerika. Oder ist CIA überall auf der Welt? CIA, FBI ist auf jeden Fall nur in Amerika, ne? Aber CIA weiß ich gerade gar nicht. Ne, die sind überall, glaube ich. Aber wofür sind wir? Also ich glaube, ich bin lieber ein Eliteagent als ein Spionageabwehragent. Also ich sehe mich mehr bei der CIA, ne? Man kann ja immer noch mal gucken, ob man noch mal weiterspielt. Ich bin die Nadine. Cool. Oder wir sind einfach... Ja, komm. Passt schon. Grundeinstellungen haben wir doch getroffen, oder? Wir sind weiblich und... Welche hübsche Lady sind wir denn hier? Oh mein Gott, es gibt ja... Ein paar. Okay, wahrscheinlich... Brauchen wir jetzt schon 100 Stunden, um jemanden auszuwählen. Das kommt mir doch am nächsten. Außer finden noch was Besseres. Hey, was heißt was Besseres? die sehen teilweise ein bisschen crazy aus, ne? Also man sieht denen schon an, das sind Killer. Okay, ist auch nur stereotypisch gedacht, aber... Nö, ich glaube, die Gute da, die ist schon okay. Naja, wir nehmen jetzt einfach mal hier die süße Maus hier. wieso Conny Hill? Sind wir jetzt Conny Hill? Ich dachte, wir können Namen eingeben. Also ich meine, wir können auch Conny Hill sein, das ist mir sowas von egal. Nadine Hill. Sind wir jetzt einfach Nadine Hill, ne? Okay. Cool. Wir tun's jetzt. Oder? Ja, jetzt komme ich hier wieder an mit meinen unnötigen... Wir nennen uns Nadine Keen. Kennt ihr Blacklist? Elizabeth Keen? Wäre auch cool. Nennen wir uns so. Sah die nicht da ein bisschen anders aus? Hier sind, die sehen ein bisschen ungesund aus, oder? Also du hast dein Bild gefotoshoppt, möchte ich hier einfach mal anmerken.
Wunderschön. Ja, das dachte ich mir auch. Also hier, ne, schöne Wangenknochen, so gesundes Gesicht und jetzt weiß ich auch nicht. Okay. Ja, so ein bisschen mehr getannt. Passt schon. So. Oh Gott, das ist ja wie bei Sims, ne? Musst du jetzt ja hier erstmal auswählen, wie du aussehen möchtest. Nee, ich glaube, das hier sieht ein bisschen gesund. Obwohl, das sieht so rot aus. Krassen Eyeliner hat sie. Ich weiß nicht, was mit der Guten hier los ist. Ja, hier, das sieht doch gut aus, ne? Kann man das nicht auch noch alles verändern? Augenfarbe. Ja. Passt schon so. Standardgesicht Irene. Standardgesicht Janice. Ach so, okay. Ja, wir geben der Guten jetzt hier einfach mal direkt ein anderes Gesicht, ne? Tschüss. Wie komme ich denn jetzt hier wieder? Vorhin ist der doch die ganze Zeit hier weg. Ah, wie hat er das jetzt gemacht? Entschuldigen Sie bitte. Ah. Jetzt geh doch nicht wieder ran. Ich muss dich von Weitem begutachten. Ja, so, ne? Er geht die ganze Zeit wieder ran. Ach Mann, warum verbringe ich denn so viel Zeit hier mit ihrem Gesicht? Wen interessiert's denn? Ich glaube, wir bleiben bei ihrem Gesicht. Das war schon okay. Aber du kriegst jetzt trotzdem hier wieder die anderen. Ja, so. Okidoki. Haare. Ach, können wir ja direkt was Schnickes hier aus dir machen. Leute, ich würde dich doch mal gern hier von Weitem begutachten. Ich glaube, ich finde die Frise hier ganz okay. Entschuldigen Sie. Ich würde hier gerne wieder zurückgehen. Ich weiß nicht, wo man hier drücken muss, dass der dann zurückgeht. Was hat er das die ganze Zeit irgendwie gemacht? Ja, okay, du bist jetzt einfach... Oder ein Zopf. Ein Zopf kommt eigentlich auch ganz gut, glaube ich. Ach komm, wir machen einfach frisch gestylt. Wir sind hier einfach on fleek unterwegs. So, wir haben braune Haare, Kleidung. Ah, jetzt sehen wir uns ja. Hey, wir sehen doch schnieke aus. Ne? Stoffjacke. Also wir sind ja ein Elite-Agent, ne? Da müssen wir ja schon ein bisschen schnieke aussehen. Also schon irgendwie sowas hier in diese Richtung. Aber ich finde halt zum Beispiel das hier ist ein bisschen over the top, ne? Also so würde ich jetzt nicht irgendwie Verbrecher hier angehen. Eine Lederjacke ist eigentlich auch ganz schnieke. Haben einfach mal eine Lederjacke an. Braun. Schön. Und schwarz. Cool. Und dann, ja, mit dem Rock wahrscheinlich. Das frage ich mich natürlich auch immer, wenn ich mir hier diese ganzen Actionfilme angucke und die rennen dann da, FBI rennt dann da in ihrem Anzug rum und möchte dann die Leute festnehmen, ne? Da denkst du dir auch, das ist geschehen, aber naja. Nee, Jeans ist dann doch nicht so stylisch, ne? Wir sind ja schon... hier auf krasser Mission unterwegs. Das finde ich irgendwie cool. Aber das hätte ich gerne auch in schwarz. Boah, ja, jetzt sind wir so richtig, aber andere Schuhe. Ballerinas. Was habt ihr mit euren Ballerinas? Laufschuhe in schwarz? Ah, nee. Nee. Ich glaube, da fand ich hier diese... Sowas in die Richtung schon ganz cool, ne? Sowas.
Ne. Wir nehmen mal die Derby-Schuhe. Ja. Sehr schön, Handschuhe. Oh, macht mir so coole, krasse. Armeehandschuhe oder so welche. Biker. Oder gar keine. Ich glaube. Machen wir Armeehandschuhe. Ja. Kopfbedeckung, Hut, Brillen. Machen wir eine Brille? Dann können wir wenigstens unseren komischen. Na, Augenklappe. Nee, komm, wir machen keine Brille. Ohrmuschel, Zigarette, Zigarre, Pfeife. Nichts. Hut. Das ist cool. Ein Kopftuch, aber. Dann sehen wir auch wieder anders aus. Nö, machen wir nicht. Cool, können wir wieder normal aussehen. Oh. Ein Hexenhut. Wir machen einfach nichts. Details, Narben. Gebrochene Nase, oh mein Gott. Ah, guck, hier können wir den Eyeliner wegmachen. Das finde ich cool. Spinnenweben. Wir machen einen auf den. Oder haben wir noch irgendwas anderes? Hm? Kleiner Flügel. Orange und blau. Cool. Achso, das war's. Und jetzt beginnen wir das Spiel. Ich habe Angst. Können wir noch mal einmal zurück? Ich würde gerne sehen, wie wir aussehen. Aber wir sehen schon cool aus, ne? Wir sehen schon cool aus. Okidoki. Wir beginnen einfach mal jetzt das Spiel. Ich habe Angst, aber okay, wir tun's. Die folgenden Ereignisse wurden womöglich vertuscht oder verschleiert. Die Rekonstruierbahnen wurden mit einem Datum gekennzeichnet. Verifizieren Sie sich auf eigene Gefahr, vertrauen Sie niemandem. Nicht mal eine vertrauenswürdige Person. Oh mein Gott, muss ich jetzt schon fliegen oder so? Oh Gott. Okay, also da war jetzt ein Schiff und ein U-Boot. Da ist unser Zeichen. Also hier dieses, ne, dieses Auge, das ist Phantomdoktrin. Das ist jetzt so unsere Organisation. Understood. Break off patrol. Head back to base. Товарищ, HMS Conqueror нарушил радиомолчание. Что? Показать расшифровку. Побыстрее. Немедленно послать в Москву. Немедленно. We got intel from Vladivostok. It's big, Steve. Langley seen it yet? No. Should they? Hell yeah, but use the network. We don't want anyone listening in. First the British, and now the Americans. Was there anyone else you wanted to involve in our plans? I am handling it, Valhalla. Get out. Both of you. Your incompetence has exposed us. Now Iceberg is in jeopardy. Doing all of this in the open was your idea. True. It was a simple plan that any fool could have executed. And you failed. Gentlemen, this problem is easily solved. Traitors! Now, now, don't shout. It's bad for your heart. Okay, ich habe überhaupt alles vergessen gefühlt. Verdeckter Einsatz der Beholder-Initiative, dringend, streng geheim, Einsatzbesprechung. Briten bemächtigen sich hochwertiger Fracht. Erneuter Einsatz von Agent Nutter in Großbritannien, verdeckte Ermittlungen Phase 1. Britischer Sektor, Formulare, was heißt FRG, bin ich jetzt doof? Keine Ahnung.
Formulare aus sicherem Ort holen. Schläferturm aktivieren. Weitere Befehle folgen. Führungsoffizier Valhalla. Ja, der ist ja tot, ne? Oder war das der gar nicht, der gestorben ist? Primärziele. Schläfer erreichen und Kontrollphase aktivieren. Lagungsmanifeste stehen. Auf die andere Seite der Grenze kommen. Wie soll ich mir das denn alles merken? Briten haben die Fracht. Erinnert, keine Ahnung, auf jeden Fall Schläfer erreichen und Kontrollfall. Was ist denn jetzt der Schläfer? Also ein Turm, ne? Okay. Okay, ich weiß überhaupt nicht mal, wie man irgendwie gerade ausläuft oder so. Wird wahrscheinlich wie immer sein. I hope you have a good reason for pulling me off that RAF gig. Absolutely. This operation is crucial to Project Iceberg. Why are you even talking to me? You're taking an awful risk. Nonsense. They may be expecting defectors, but not the kind of hardware you're carrying. Ihre Papiere bitte. Sind das jetzt wir? Nee, oder? Manchmal in der Infiltrationsphase reagieren Wachen nur, wenn du dich verdächtig verhältst. Bewege dich mit rechter Maustaste an die angezeigte Position. Du bist vorerst sicher. Dahin müssen wir. Aber wir wollen da doch noch nicht schon direkt hin, oder? Wo sind denn hier Wachen? Hier sind Kameras, ne? Oder? Sind das nicht Kameras? Wo sind denn hier Wachen? Ich möchte nicht schon direkt hier gefangen werden und Leute umbringen müssen. Das wäre zu viel für mich, auf die Schnelle. Also wir spielen jetzt diesen Nutter. Das sind ja nicht mal wir. Keine Ahnung. Also hier sind, glaube ich, Kameras. Ich weiß gerade... Wir gehen da jetzt einfach hin. Also können wir nicht, oder was? Einfach mal unauffällig spazieren. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Ich dachte... Okay, Leute, ich habe schon das erste Problem. Wie kann ich denn da jetzt hingehen? Oder kann ich erstmal nur hier hin? Ja, okay. Achso. Bewege dich mit rechter Maustaste. Ich so linke Maustaste. Es funktioniert nicht. Okay, vielleicht hätte ich mich in deinem Auto verstecken sollen. Dann hat mich hier haben so... Sie etwas zu verzollen? Da war einer. Die meisten Aktionen kosten Aktionspunkte. Einige Aktionen, insbesondere Kampfaktionen, können auch Feuerpunkte kosten. Okay, wir haben einen Feuerpunkt und zwei Aktionspunkte. Phantom Doktrin ist ein rundenbasiertes Spiel. Wenn alle Punkte deiner Agenten aufgebraucht sind, beende deinen Zug. Ach so, wir können jetzt gar nicht weiterlaufen. Bewegungen brauchen Aktionspunkte. Zug beenden. Ja, ich beende den Zug. Ist okay. Achso, da oben Zug beenden. Feindliche Aktivität. Oh mein Gott, da war einer. Den habe ich doch gar nicht gesehen. Muss ich jetzt schießen, oder was? Oh Gott. Sei beim Betreten eines Sperrgebiets rote Zone besonders vorsichtig. Wenn die Wache dich sieht, wird sie Alarm auslösen. Da ist ja auch noch einer. Ich dachte, den hätten wir gekillt. Okay, die Wache darf mich nicht sehen. Die sieht jetzt alles, was in dem Bereich ist, ne? Wenn ich dahin gehe, sieht die mich. Aber wenn ich da hingehe, müsste die mich doch logischerweise eigentlich auch sehen. Eigentlich müsste die mich ja auch hier sehen. Also meiner Meinung nach sieht die mich da. Aber wir gehen da jetzt einfach mal hin, wenn die das sagen. In Ordnung. Gehen Sie weiter. Überspringe den Rest des Zuges, dann wird die Wache ihre Patrouille fortsetzen. Bewege den Cursor über einen Charakter, um eine Vorschau der Patrouillenroute zu sehen. Who is this? Eine weitere CIA-Niete könnte gefährlich sein. Aber wir sind doch von der CIA. Achso, wir machen ja gerade ein Tutorial, ne? In Sperrgebieten musst du behutsam vorgehen. Drehe mit QE die Kamera nach Belieben. Ah. Okay.
Das ist... Wo ist denn der Typ jetzt schon wieder hin? Ich werde mal eben das hier ein bisschen heller stellen. Dann sehen wir besser. Sehr schön. Ich habe einfach schon in diesen Typen aus Nahrung verloren. Ich habe keine Ahnung mehr, wo der jetzt ist. Ja, dann können wir hingehen, wo wir wollen, ne? Achso, okay, die zeigen an, wo man hin soll. Ja, aha. Hier ist die Kamera, die geht bis hier. Und dann stellen wir uns einfach vor die Kamera. Was ich ja gut finde, dass es immer mit Zügen geht, ne? Weil wenn du jetzt ganz schnell überall reagieren müsstest, wäre es zu viel für mich. Weil, dann würde ich das nicht gepackt bekommen. Aber kann ich jetzt hier durchlaufen? Das werden wir jetzt sehen. Ja. Okay. Ah, okay. Wir können jetzt direkt hier die Kameras deaktivieren. Dann kann man da wohl durchlaufen. Kümmern Sie sich leise um das Sicherheitspersonal. Wir wollen keinen unnötigen Ärger. Oh mein Gott, ich soll jetzt hier die Leute töten? Wo sind die jetzt? Okay, wir sollen hier hin. Da ist einer. Okay, der guckt nach da. Also gehen wir jetzt hier hin. Hallöchen, Kind geblieben. Schön, dass du da bist. Was soll ich dem sagen? Feindlicher Agent gesichtet. Das ist einer unserer Schläfer. Nutze die Kontrollphase im Fähigkeitenmenü. Okay, jetzt müssen wir den erschießen, oder was? Die Kontrolle über einen feindlichen Agenten übernehmen, dem eine Kontrollphase eingepflanzt wurde. Bestätigen. Ein Schläfer kann sich überall frei bewegen. Geht. Oh mein Gott, wir haben dem irgendwas eingepflanzt. Und jetzt gehört er uns, oder was? Ein Schläfer kann sich überall frei bewegen. Geh die Treppe hinauf. Wechsle das Stockwerk mit Mausrad und wähle dann das Zielfeld aus. Ach, sind wir der jetzt, oder wie? Ja, wir sind jetzt der, okay. Ah, okay, mit Mausrad können wir hier das Stockwerk wechseln. Ja, aber hier steht ja direkt ein Gegner, oder gehört der auch zu uns? Ne, ist ein Gegner, der leuchtet rot. Wachen können lautlos ausgeschaltet werden. Okay. Das Ziel leise Kampf unfähig macht. Nicht tödlich gegen Zivilisten. Wachsamkeit. Alle Charaktere haben ein bestimmtes Wachsamkeitsniveau. Wachsamkeit wird für bestimmte Aktionen, zum Beispiel ausschalten, verwendet. Im Kampf können Agenten mittels Wachsamkeit einen Schuss ausweichen, wodurch sich der verursachte Schaden verringert. Mhm. Ja, der ist nicht ausgewichen, würde ich mal behaupten. Okay, dann beenden wir wieder unseren Zug. Und dann gibt es jetzt wieder neue feindliche Aktivität. Unterstützung. Hebe mithilfe eines Beobachters den Nebel des Krieges auf und enttarne Feinde und Zivilisten im angezeigten Raum. Beachte dabei, dass Unterstützungsagenten von einer bestimmten Richtung aus ergehen, um eine freie Sicht- bzw. Feuerlinie benötigen, um wirksam zu sein. Ach, den können wir jetzt hier platzieren, oder was? Also bestätigen. Der guckt dann da jetzt durch sein Fernrohr. Located these documents, but we'll have to breach the room. Don't worry, I'll clean the mess after you. Okay, und also der konnte jetzt hier reingucken und sieht, hier sind drei Leute. Ah, ne, zwei. Okay. Und wir gehen jetzt mit diesem Schläfertypen hier weiter. Der ist jetzt... Müssen wir den nicht wegschaffen? Okay, wir müssen jetzt die hier erstmal platzieren. Und dich hier. Also müssen wir den erstmal auswählen, ne? Achso, wir spielen den schon. Okay. Du musst einmal nach oben kommen. Okay, wir gehen dann vor beide Türen, verstehe ich, muss ich mir merken.
Wähle die Stürmenfähigkeit und dann den markierten Raum aus. Bestätige anschließend. Stürmen verleiht einen Schadensbonus und ist somit überaus tödlich. Die schießen auf alle Feinde. Ja, dann stürmen wir jetzt einfach mal. Spaß. Okay. Wir haben Alarm ausgelöst. Natter hat eine nicht schallgedämpfte Waffe abgefeuert. Das ist ja super. Wo sehen wir denn jetzt die guten Herren hier, die jetzt alle auf uns zukommen werden? Hol die Dokumente. Oh mein Gott, haben wir jetzt Stress? Wir haben Stress. Hol jetzt schnell da die Sachen. Und Evakuierung anfordern. Wo macht man das, Evakuierung? Es dauert noch 2 Züge, bis der Evakuierungstrupp eintrifft. Sichere den Raum mittels Feuerschutz. Okay, ja. Können wir das gewährleisten? Achso, ich muss hier hin, weil... Und den anderen Agenten zum Fenster. Aktiviere draußen Feuerschutz. Hier auch noch. Und wo kommt denn jetzt der dritte her? Und jetzt den Zug beenden. Okay. Mal sehen, ob das so klappt. Wo sind denn die Feinde? Oh, den haben wir jetzt einfach mal eben so gekillt oder was? Ich frage mich ja, ob wir irgendwann auch nochmal schießen. Okay, wir sollen jetzt aus dem Fenster springen. Dauerfeuer haben wir auch noch. Angriffe können verschiedene Mengen Schaden anrichten, dargestellt wie folgt. Maximaler Schaden, minimaler Schaden. Ausweichen geschieht automatisch, sofern das Ziel nicht aus nächster Nähe beschossen wird. Ausweichen kostet Wachsamkeit. Okay. Manche Waffen sind präzise genug, um kritische Kopftreffer zu landen, verbrauchen dafür jedoch Wachsamkeit. Ja, okay, jetzt wird uns ja gerade noch alles vorgesagt. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich dachte, hier den Zug beendet. Wenn wir das alles selber gucken müssen. Okay, unser Fluchtwagen ist da. Chillig. Wenn der Evakuierung kompromittiert Countdown abläuft, erleidest du erhöhte Gefahr nach der Mission. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf den Erfolgsstatus der Mission. Okay, und der muss jetzt auch noch kommen. Der muss hier einmal runterspringen, ja. Okay, oh ne, der kann direkt hier hin. Okay, ich check's. Also, wenn es geht, so weit wie möglich direkt jeden Zug machen. Ja, und jetzt ciao, Leute. Einfach ciao. Yay, wir haben das Tutorial geschafft. Es war wirklich sehr, sehr schwer. Ich muss aber mal eben, ist mir gerade aufgefallen. Wir starten den Titel ändern. Wir starten ein neues Spiel. Phantom Doctrine. So.
Sehr schön, haben wir getan. Dann geht's weiter. Okay, wir sind nach Pakistan gereist, um das angebliche Atomprogramm zu überprüfen. Auf dieser Mission werden wir getarnt vorgehen, doch keine Tarnung ist narrensicher. Achten Sie auf hochrangige pakistanische Truppen. Schießen Sie erst, wenn auf Sie geschossen wird. Bestätigen Sie die Existenz der Kernspaltungsvorrichtung und verlassen Sie danach das Gelände. Also, Sie müssen Beweise für das Projekt finden und evakuieren. Genau, evakuieren. Okay. Sechs Wochen zuvor. You really think this Pakistani nuclear program is legit? Well, Leslie is usually right about these things. Really? Shit. I bet him $10 it wasn't. You're a hopeless dreamer, Bolt. Oh Gott, wir sind jetzt hier. Okay. Keep the comms to a minimum. Our disguise is pretty thin as it is. What if Leslie calls? I don't think he'll be joining us on this one. He's on the move. Wir sind getarnt und wir können uns überall hinbegeben, ohne Alarm auszulösen. Verdächtige Handlungen in Sichtweite von Feinden, Zivilisten oder Kameras lösen Kampf aus. Feindliche Agenten durchschauen Tarnungen immer. Okay, wir spielen gerade erstmal uns und dann haben wir noch zwei Kollegen. Aber wir wissen ja nicht, ob die Maulwürfe sind. Gut. Hier ist schon der erste Feind. Der konnte hier nur sein eigenes Gebiet anscheinend angucken. Ach so, wir lösen ja keinen Alarm aus, weil wir ja... Stimmt, weil wir ja getarnt sind. Also wir können hier hin. Und wir sollen nicht schießen. Also erst wenn wir entdeckt wurden. Aber wo müssen wir denn hin? Können wir das irgendwie wissen? Abgeriegelten Bereich erreichen. Welcher Bereich ist denn abgeriegelt? Der hier? Wahrscheinlich. Ja. Hier ist aber auch... Es ist so viel hier. Wo müssen wir denn hin? Also, ich gehe mal davon aus, der abgeriegelte Bereich ist das hier. Okay. Ich bin überfordert. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier hin und gucken, was passiert. Ah, hier sehen wir, wo wir hin müssen. Okay, hier müssen wir hin. Also müssen wir hier durch wahrscheinlich. Yep. Oder hier. Ne, hier müssen wir hin. Hier rein. Okay, dann müssen wir hier hin. Können wir es einfach mal machen? Einfach mal hier hingehen? Machen wir es einfach mal. Mal gucken, was passiert. Oh Gott, hat der es direkt gecheckt, dass wir jetzt hier Feinde sind? Nö. Der dachte sich, ist alles easy. Ah, der wird jetzt gleich dahin gehen. Können wir uns dann hier einfach verstecken? Wir wollen ja hier wahrscheinlich hin, ne? Machen wir einfach mal gucken, ob das funktioniert. Was ist mit ihm hier? Okay, das Gute ist, wir sind schlau, wir sind hier durchgegangen, weil wenn wir hier durchgegangen, wäre hier Laserabsperrung gewesen. Oh, hier ist aber auch nochmal Laserabsperrung. Wie kommen wir denn da? Wir müssen durch die Tür. Ach nee, Quatsch.
Wir müssen jetzt erstmal hier den Laser ausschalten. Können wir das hier machen? Also, wir haben die geheimen Dokumente gesammelt. Okay. Kann es sein, dass wir, um den Laser abschalten zu müssen, irgendwo anders rein müssen? Wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Was sind das hier für Boxen? Nee, hier ist ja nur zum Schlafen. Oder wo kommst du hier hin? Wenn du hier reingehst. Ich glaube, ich würde es einfach mal probieren. Ich glaube, wir bleiben da jetzt stehen. Wir wechseln jetzt hier auf den Typen hier. Wer ist denn besser von den beiden? Er ist besser. Gehen wir mit ihm. Und wir werden dann jetzt einfach mal hier... Können wir da rein? Nee, da müssen wir wahrscheinlich hier... Was ist das denn? Oder müssen wir hier rein? Wahrscheinlich eher, ne? Machen wir einfach mal. Hallo, dachte mir, ich schaue auch mal vorbei. Hallo, Laura. Wir spielen ein neues Spiel und ich weiß noch nicht, ob ich es kann. Also wir haben gerade angefangen. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Also, beziehungsweise wir sind getarnt, aber wir dürfen nicht enttarnt werden. Oh Gott, was ist jetzt hier passiert? Beziehungsweise ich muss jetzt hier einen Laser ausschalten, aber wir wissen noch nicht, wo das funktioniert. Vielleicht ja hier. Oder hier? Was ist das denn? Achso, wir können... Wieso ist der denn wieder umgesprungen? Mal gucken, was passiert, wenn wir da hingehen. Ja, das weiß ich. Ja, das habe ich schon gecheckt, dass ich das ausmachen muss. Also braucht ihr mal keine Angst haben. Sieht gruselig aus. Ja, ich bin auch wirklich stolz auf mich, dass ich das hier alleine spiele. Ich habe es erst nicht gedacht, dass ich mich das traue. Aber noch geht's ja. Noch sind wir ja nicht erwischt worden. Dann geht's noch. Okay, also du kannst das Ding da nicht betätigen. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier rein. Was kann man denn hier alles so machen? Ah, das sieht nach was aus. Ja, dann würde ich... Ah, nee. Ich würde gerne das hier... Warum kann ich da nicht? Warum kann ich das nicht? Muss ich dafür irgendwas aktivieren? Fokus? Nee. Stabilisieren. Ja, hier ist der. Hier ist, glaube ich, der Sicherungskasten. Da müssen wir hin. Ich kann es aber nicht. Ich gehe dann, glaube ich, erstmal hier hin. Ach, da steht jemand. Ja gut, den müssen wir jetzt ausschalten, ne? Aber dann haben wir hier ja auch noch einen. Das ist ein bisschen blöd. Da muss die Gute jetzt hier auch noch hinkommen. Oh Gott, dann geht's ja richtig los, wenn wir die hier ausschalten. Aber wir müssen genau an den Sicherungskasten hier... Mal gucken, ob die jetzt schon meckern.
Okay. Und du? Wo geht er denn gleich hin? Er geht gleich wieder zurück. Heißt, wir können auch, glaube ich... Was ist denn unser aktuelles Ziel? Unser aktuelles Ziel ist, wir müssen hier hin, zu dem abgeriegelten Bereich. Da kommen wir aber nur durch, wenn wir die Laser ausmachen. Und das geht, glaube ich, hier über den Sicherungskasten. Da kommen wir aber gerade ja nicht dran, weil die Typen hier stehen. Und ich glaube, wir müssen die jetzt ausschalten. Okay, können wir die jetzt schon ausschalten? Von Fähigkeiten. Fokus. Stabilisieren. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon angreifen soll. Machen wir einfach mal nicht. Sehr realistisch, dass du direkt daneben stehst und der Typ sich nicht stören lässt. Ja, weil wir also wir sind getarnt momentan noch. Deswegen also, wir sehen jetzt gleich, was passiert. Weil jetzt haben wir ja hier die Dokumente abfotografiert. Vielleicht schöpfen wir jetzt Verdacht. Ja, oder? Nee. Okay. Wir müssen den halt jetzt echt ausschalten. Aber dann müssen wir den auch ausschalten. Schalten wir erstmal erst den hier aus, so. Und jetzt müssen wir den gleichzeitig auch noch ausschalten. Ist es nicht schlau von mir, dass ich direkt hier mit zwei Leuten reingegangen bin? Also wir machen jetzt bewusstlos oder so und dann müssen wir die jetzt hier irgendwie wegschleppen oder so. Oder ist uns das egal, dass die da jetzt einfach nur liegen? Mega, ja. Jetzt machen wir hier die Sicherung aus. Sehr gut. Und jetzt können wir in den abgesperrten Bereich. Ist das nicht super? Wir haben einfach die erste Aufgabe geschafft. Beweise für das Projekt finden. Das geht hier. Well, we're looking for the reactor. No luck. Traces everywhere though. Okay, hier steht einer mit einer Waffe. Der wird uns ja erstmal nichts antun, oder? Obwohl wir sind ja im abgesperrten Bereich. Okay, wir müssen jetzt erstmal eh unseren Zug beenden. Was geht bei euch ab? Die liegen da jetzt einfach, ne? Und hier ist hier irgendwo jetzt eine Wache, die jetzt reinkommen könnte, weil dann sieht die ja, dass ihr die da... Nö, okay, die sind jetzt irgendwie weg, keine Ahnung. Okay, dann müssen wir ja hier hin. Wie kommen wir jetzt hier hin, ohne dass wir uns bemerkbar machen? Du bist hier. Wie kommen wir hier rein? Ist hier ein Fenster? Nee. Aha. Hier können wir reinklettern, oder? Oder müssen wir den hier erledigen? Da können wir irgendwas einstellen wieder. Zusätzliche Informationen sammeln. Das ist optional. Aber da ist auch eine Kamera. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin, mal gucken, was passiert.
Ach, chillig, der lässt uns in Ruhe. Ach, da sind ja noch mehr drin. What's cooking? Okay, die haben das jetzt gesehen. Oh mein Gott, nein. For a second, I almost believed you were worried about us. Das kommt mir viel zu friedlich vor, ja. Es war vielleicht auch doof von mir, dass ich da die geheimen Sachen... Oh Gott. Dauerfeuer? Was tun? Ein Feuerstoß. Feuerschutz. Nachladen. Einzelschuss, Kopfschuss, Feuerschutz. Schaden 40, Schaden 70. Uns bleibt nichts anderes übrig, als Feuerschutz zu machen. Keine Ahnung. Können wir die anderen da hinholen? Nee. Die können so schnell leider nicht kommen. Aber wir werden die schon mal hier hinholen. Wie sind wir denn hier nochmal hingekommen? Ja. So, die kommen jetzt einfach mal direkt dahin. Weil wir wurden ja gerade entdeckt und ich weiß nicht, was wir tun sollen. Warum muss ich auch das optionale Ziel auswählen, anstatt einfach das Ding da zu suchen, was wir brauchen? Ja, mal gucken, ob wir überleben. Wir werden es ja jetzt sehen. Wir machen jetzt Feuerschutz. Geht gar nicht, oder was? Doch. Warum kann ich das jetzt nicht auswählen? Kosten, Zug beenden, ja, ja. Munition, wie viel Munition haben wir denn? Wir haben noch genug. Dann würde ich das jetzt hier... Achso, das können wir nicht machen. Wir können nur die Sachen machen, die hier stehen. Ja. Stürmen. Können wir auch nicht. Ja, okay, Leute. Okay, nee. Stürmen ergibt gar kein... Dauerfeuer ergibt keinen Sinn. Einzelschuss, wir machen... Wir können sonst nichts mehr machen. Wir müssen jetzt einfach den Zug beenden. Wir werden jetzt wahrscheinlich sterben. Oh Gott, jetzt kommen die auch noch. So war das jetzt eventuell nicht geplant. Ich hätte es mir ja denken können. Tja, da müssen wir wohl schießen, ja. So. Der hat kein kein Messer, sag ich schon. Der hat... Was hat er denn in der Hand? Nur der hat noch ein Gewehr. Entspannt. Ja, dann können wir es ja überleben. Was ist denn mit euch? Wo sind denn hier die anderen... Gegner. Haben die sich jetzt versteckt oder was? Also ihr geht jetzt auf jeden Fall schon mal hinterher hier. Weil we have to survive. Und du gehst auch mal hinterher. Aha, hier sehen wir, bis wo der hier kommt. Okay, und jetzt können wir gucken, ob wir den hier schon treffen können.
ist es uns... Nee. Oh doch, wir können es versuchen, aber... Treffen wir den? Weil hier steht ja so ein Ding. Nee, dann geht hier wahrscheinlich alles in die Luft oder so. Oh, chillig. Den haben wir ja mal eben chillig getroffen. Gibt's hier sonst noch irgendeinen Feind? Hier drin wahrscheinlich, aber das kriegen wir nicht mit. Dann müssen wir jetzt hier irgendwie am Leben bleiben. Kriegen wir das hin? Also erstmal werden wir jetzt den hier... Er geht gleich, keine Ahnung wohin. Wo gehst du gleich hin? Weiß man nicht mehr. Okay. Aber kriegen wir dich? Dauerfeuer, Einzelschuss. Wir können ja auch erstmal hier rausgehen eigentlich. Wenn der eine uns nichts anhaben kann. Ah, der hat auch eine Waffe. Dann würde ich eventuell sagen, gehen wir einfach mal, ne? Tschüss. War jetzt bestimmt wieder blöd. Ach geil, wir können noch einmal laufen. Ja, Zug beenden. Mal gucken, was die jetzt machen. Also entweder haben die nichts drauf. Die sind einfach nicht gekommen. Die sind einfach hier drin geblieben. Entspannt. Ah ne, der hat sich bewegt. Nee, doch nicht. Keine Ahnung. Oh. Der Arme, was steht denn jetzt er hier so? Können wir den... Du kriegst den doch bestimmt. Auch nicht. Der sieht eher wie ein Opfer aus. Ja, also wenn das halt nur so ein Zivilist ist, genau, das gibt's, dann kannst du den nur K.O. schlagen. Also irgendwie bewusstlos. Dem passiert dann eigentlich nichts. Das ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Feuerschutz. Ja, dann gib uns hier mal Feuerschutz. Und du kannst uns auch Feuerschutz geben eigentlich. Ach, können wir hier... Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir hier irgendwie hoch können. Genau, können wir da nicht hier irgendwie einbrechen oder so? Ist bestimmt schlau, wenn einer hier hochgeht. Irgendwo wird es schon gut für gut sein. Okay, und jetzt kannst du noch einmal was machen. Du kannst uns auch nochmal Feuerschutz geben oder so. Feuerschutz. Ach, der hat gar keine Punkte mehr. Der kann nur noch laufen. Du kannst gern noch ein bisschen laufen hier. Okay, mal gucken, was passiert. Tut sich nicht so viel, ne? Ja. Wo ist jetzt hier einer rumgelaufen? Oh, der Arme. Nee, dann lassen wir den einfach mal in Ruhe. Der macht eh nichts. Der hat nur Angst. Okay.
Ja, hier müssen wir jetzt definitiv rein. Und müssen das hier betätigen. Och nein, jetzt gehe ich mit ihr. Oh, ich wollte mit dem gehen. Ja, egal. Okay, es gibt einen Reaktor hier. Jetzt müssen wir nur noch unser Team evakuieren. Okay, Team evakuieren. Wo rum jetzt genau? Hier aufs Dach, haben die ja gesagt. Aber ich habe nicht so ganz verstanden, wohin genau. Hier hin irgendwo? Ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Aber irgendwas mit aufs Dach. Kannst du uns nicht anzeigen, wo wir hin müssen? Also ich glaube, wir müssen erstmal aufs Dach. Hier ist auch noch ein... Oh nee, hier ist kein Feind. Wir gehen jetzt erstmal aufs Dach und dann sehen wir weiter. Hier sind nur irgendwelche ängstlichen Leute, die können wir in Ruhe lassen, so. Was soll's. Aber dann können wir jetzt ja aufs Dach gehen und mal gucken, ob wir da richtig sind. Und du genauso. Muss ich jetzt hier auch noch alle retten? Können wir nicht einfach irgendwen zurücklassen? Achso, du kannst nur bis hier laufen. Und du... Achso, Evakuierung. Habe ich jetzt aber auch spät gecheckt. Okay, da müssen wir hin. Und die meinten, übers Dach sollen wir da hingehen. Wahrscheinlich können wir dann hier runterspringen. Okay, ja, verstehe ich. Okay. Du musst auch noch aufs Dach, hast aber keine Möglichkeit mehr. Kannst du denn... Einzelschuss, Feuerschutz können wir nicht mehr. Nee, können wir gerade nicht. Okay. Ich höre hier Leute laufen. Wo sind die hingelaufen? Es werden definitiv noch welche kommen. Also werden ja jetzt hier nicht alleine bleiben. Aber ich weiß nicht, wo die sind tatsächlich. Okay, können wir aufs Dach? Du kannst gerade nicht aufs Dach. Du musst wahrscheinlich auch erst hier hin. Okay. Dann gehen wir aber schon mal mit dem Rest aufs Dach. Du auch bitte. Ach, wir können auch hier hoch. Hätte ich mir auch denken können. Nein, Verstärkung der Gegner. Nein. Ich wusste es. Von wo denn? Wo sind die? Ja, der hat Schiss. Aber wo sind denn die anderen? The test. It didn't blow us to pieces. Wir müssen hier echt schnell weg. Also ich weiß nicht, wo die Gegner sind.
Wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Wir sind ja irgendwo gelandet. Oder war da, ach, das war gerade ein Test von keine Ahnung was. Können wir hier schon runter? Ja. Du auch. Voll kompliziert, dass man jetzt hier immer auf alle achten muss. Könnt ihr jetzt irgendwie Feuerschutz machen oder so? Nö, ist glaube ich gar nicht nötig gerade. Ist hier nichts, ne? Mal kurz weg gewesen und schon like a pro hier am Zocken. Ja, es geht. Also bis jetzt lassen die uns noch relativ... Also wir wurden erwischt. Ich weiß halt nicht, aber nur weg warst. Wir wurden erwischt. Aber bis jetzt sind wir... noch am Leben. Das ist ja schon mal eine Hauptsache, ne? Aber da... war da jemand? Und jetzt müssen wir flüchten. Und hier die Jute, die kann hier schon zum Fluchtauto. Also wo diese Verstärkung ist, von der gesprochen wurde. Ich höre hier welche laufen. Aber ich sehe keinen. Die sind wahrscheinlich noch nett zu uns. Wahrscheinlich so, wenn man ein paar Level weiter ist, dann sieht das Ganze schon anders aus. Achso, mussten wir jetzt alle schon in dem Bezirk stehen? Nee, oder? Na okay, gut, wir können da noch reinlaufen. Und jetzt können wir gehen. Evakuierung. Wir haben es einfach geschafft. Mission erfüllt. Erfüllte Sekundärziele 2 von 2. Und wir haben alle Agenten rausgeschleust. Das sah so easy aus. Ja, irgendwie war es das auch. Also, ne, man muss halt trotzdem überlegen, wohin oder keine Ahnung. Das war jetzt auch das erste Level. Vorher war nur das Tutorial. Aber ich glaube, je höher das Level, dass man noch viel mehr nachdenken muss, welchen Zug musst du jetzt gehen, damit du nicht erwischt wirst oder getötet oder so. Ach, wir hätten Ausrüstung ergattern können. Wo das denn? Ergatterte geheime Dokumente 3 von 4. Cool. Also ich glaube, dass ich für heute das Spiel hier ruhen lasse, weil diese Level gehen anscheinend immer ziemlich lang oder sind zeitaufwendig und jetzt da noch Neues zu starten, weiß ich nicht. Also wir können ja vielleicht noch kurz was anderes spielen, aber ich glaube, das reicht erstmal für heute. Muss ich denn jetzt schon auf fortfahren? Ach so. Kapitel 1 ausgefuchst. Mein Mentor Leslie bat mich, Gerüchten um ein Atomforschungsprogramm in Pakistan nachzugehen. Auf unserer Mission wurden wir Zeuge eines kalten Tests einer Kernspaltungsvorrichtung, was bedeutet, dass die Pakistanis im besten Fall nur noch Monate davon entfernt sind, Kernkraftkapazität zu erlangen. Irgendwer muss ihnen diese Technologie verkauft haben. Okay, also das war einfach das erste Kapitel von, keine Ahnung, richtig vielen, glaube ich. Also ich glaube, man kann bis zu 40 Stunden das Spiel spielen. Und wir haben ja jetzt auch nur eine Route ausgewählt. Es gibt ja noch
mehrere. Aber das war ja für den Anfang schon mal ganz cool. Also ich fand es gut, dass es nicht direkt ganz so schwer war, weil sonst hätte ich wahrscheinlich dann nicht so einen Spaß gehabt, beziehungsweise hätte dann schon direkt aufgegeben. Aber auf jeden Fall für den Anfang echt cool. Und wie kann ich jetzt hier das mal eben so, ne? Wie kann ich hier raus? Entschuldigung. Muss ich ja fortfahren drücken? Ah, du kommst hier nochmal. Wir haben keine Beute erhalten, aber wir haben Erfahrungen. Geheimnisse erhalten. Ein Handelsvertrag, neue Geheimakte und potenzieller Rekrut. Okay. Hier sieht sie ja noch schlimmer aus. Oh mein Gott. Krankenstation sind wir. Ich bin verwundet. Ja, dann geh doch mal auf die Krankenstation. Someone must have told them about our little trip. Agent Deadpan. I regret to inform you in an inspection of your operation. Kommandos bevorsteht. I literally have no idea what you're talking about. Leslie isn't your handler anymore. I am. Keep ignoring that. Okay, wir haben jetzt auf einmal einen neuen Führungsoffizier. Nicht mehr Leslie, sondern Fender oder wie er heißt. Hier sehen wir. Wir stoppen mal eben. Hallo? Bei der Verwaltung deines Spionagenetzwerks hängt alles davon ab, wer wann wohin geht. Feindliche Agenten führen Operationen mit mehr oder minder schwerwiegenden Folgen durch. Deine Aufgabe ist es, sie zu finden, die von ihnen ausgehende Gefahr abzuschätzen und zu entscheiden, ob du deine Ressourcen nutzen willst, um sie zu vereiteln. Jeder Auftrag und jede Mission nimmt Zeit in Anspruch. Im Versteck wird die Zeit angehalten. Sie kann nur fortschreiten, wenn du sie auf der Weltkarte aktivierst. Nur dann entwickeln sich deine Aufträge weiter, aber auch der Feind führt eigene Operationen durch. Okidoki. Hier sehen wir unsere Legende. Unser Versteck ist hier. In Beirut. Ah ne, Versteck der Kabale. Wir sind doch nicht... Ach doch, wir sind ja Teil des Kabals. Okay. Hier sehen wir Orte ohne Agenten. Wir sind dann ja momentan hier. Es gibt momentan noch keine Verschwörungen, noch keine Informanten, noch keine Agenten, die unterwegs sind. Also das wird alles noch kommen. Deswegen gibt es aktuell auch gar keine Gefahr. In Pinwand. Siehst du die klassifizierte Person? Das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Also hier können wir... Ja. Ach so, wir können es miteinander verbinden. Finde nun die verbleibenden beiden Bezeichnungen. Kamera ist hier. Es fehlt noch eine Bezeichnung. Wachtmeister. Larry? Nein. Ist das der Wachtmeister? Nein. Doch, das gehört zusammen, ne? Achso, soll ich das einfach hier verbinden, oder was? Was für eine Bezeichnung? Ach, noch eine Beziehung. Es fehlt noch eine Bezeichnung. Okay. Du erhältst weitere Informationen unter anderem von Informanten durch Verhöre oder auf taktischen Missionen. Im Tutorial bekommst du sie einfach so. Achso, hier haben wir eine Information gesammelt. Dann kann man die genauer analysieren. Ja, wie? Ja, wie denn? Hallo? Entschuldigen Sie bitte. Ah, okay. Topmodel. Selbst wenn ihre Informationen stimmen, dass sie Big Daddy 2 Tage zuvor die Staatsgrenze überquerte und ganze 40 Stunden unbeaufsichtigt war, sind es nur Indizien. Ich habe trotzdem... Du musst die Schlüsselwörter im Kontext der Sätze entziffern. Suche nach dem Codenamen von Agenten, Orten oder Organisationen. Hier, Grya, den hatten wir ja gerade da schon irgendwo stehen.
Big Daddy. Und Topmodel? Okay. Also wir haben jetzt einmal hier noch Topmodel gehört auch noch hierzu. Big Daddy ist bestimmt dann ja hier Agria. Okay. Man muss einfach diese Zusammenhänge und wir haben noch keine Informationen gefunden. Clara, wenn Sie das hier lesen, bedeutet das wahrscheinlich, dass Sie mich erwischt haben und mich foltern oder dass ich bereits tot bin. Ich habe meine Aufzeichnungen im toten Briefkasten hinterlegt, den wir in der Wasserung benutzt haben. Die Kombination des Tresors ist in... Wir wissen den Ort nicht. Fragen Sie einfach nach dem Schlüsselfach bla bla in der örtlichen Abteilung der BCS. Es wurde auf Ihren Mädchennamen eröffnet. Ich hätte mich wirklich über dieses Abendessen gefreut. Tut mir leid, dass es nicht stattgefunden hat. Bringen Sie diese ganze Sache ans Licht. Das sind Sie mir schuldig. Also das Schließfach ist wichtig. Ich dachte, wir würden jetzt hier was markieren. Diese Akte hat eine Sammlung von Berichten über die verdächtigen und illegalen Aktivitäten einer internationalen Interessensgruppe der Beholder-Initiative. Unsere Informationen zufolge besitzt Beholder einen beträchtlichen Einfluss auf die Weltpolitik. Es bleibt aufzudecken, wie groß dieser wirklich ist. Also, das ist das Einzige, was wir hier wissen. Das sollen wir für den Typen da, der anscheinend tot ist, aufklären. Okay. Ah, und hier sehen wir, wo wir sind. Hier haben wir das Analysezentrum, eine Werkstatt, eine Krankenstation und das Quartier. Hier sehen wir unsere Leute. Also der war ja gerade schon dabei. Und die war dabei, meine ich. Die sind anscheinend auch verletzt. Achso, der können wir jetzt einen Vorteil geben. Freitaucher verhindert negative Effekte in Gaswolken. Ausgezeichneter Schütze. Einfache Schüsse führen nicht mehr zum Ende des Zugs. Kampfkünstler. Geringe Wachsamkeitskosten fürs Ausschalten. Oder Sanitäter. Machen wir erstmal ausgezeichneter Schütze, ne? Das kann ja nicht schaden. Der kann ein Training machen. Also der macht gerade schon ein Training. Ach, das gucken wir uns dann irgendwann mal an. Wir können uns verbessern. Schauspieler verringert die Entfernung auf die feindliche Agenten, die diese Agenten entlarven können. Erhöhte Reichweite des Feuerschutzkegels. Feuerschutzbereich in größerem Radius kreisförmig. Geringe Abklingzeit für Fokusfähigkeit. Machen wir einfach mal peripheres Sehen. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Cool. Und das ist hier unsere Waffe. Das müssen wir uns alles, glaube ich, dann beim nächsten Mal nochmal in Ruhe angucken. Das hier sind alles Leute, die wir haben können. Aber da wissen wir ja auch nicht, ob die so gut sind oder nicht, ne? Okay, Werkstatt, können wir noch was? Da können wir besondere Gegenstände herstellen. Fälscherstube. Ah, das können wir jetzt ihr hier zuweisen. Obwohl, das können wir allen zuweisen, ne? Machen wir das irgendwen, den wir eh nicht brauchen. Keine Ahnung, hier den. Dem weisen wir das jetzt hier einfach zu. Und der soll... Das Öffnen verschlossener Türen. Ich glaube, das kann hilfreich sein. Da muss man nicht irgendwie irgendwo durch, ne? Umwege laufen. Genau. Okay, Analysezentrum. Neue Informationen sammeln. Wer möchte hier Informationen sammeln? Muss mich jetzt wieder verabschieden. Bis morgen. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Schön, dass du dabei warst. Ich möchte neue Informationen sammeln. Aber wir haben keine Informationen, ne? Aber hier ist noch irgendwas. Einfach mal hier random. Hm. Cool.
Okay. Dann würde ich mich erstmal die YouTube-Aufnahme beenden. Also, schön, dass ihr dabei wart. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet und ob wir das jetzt öfter spielen sollen. Dann gebt dem Part gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt uns abonnieren und die Glocke aktivieren und schaut auch auf Twitch vorbei. Also, we are active here. Schaut vorbei, dann könnt ihr alles mitbestimmen. Tschüss!